Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 5. November 2017. Vollmond ist vorbei und hat die abnehmende Mondphase begonnen. Mond bewegt sich noch im Tierkreiszeichen Stier, aber übergeht in Tierkreiszeichen Zwillinge. Die abnehmende Mondphase, dieser Zeitraum bis Neumond bis 18. November, eignet sich dafür, von etwas trennen, etwas loslassen oder von etwas verabschieden oder kündigen und auch abnehmen, mindestens mal beginnen damit. Das sind immer die erste Moment zählt, mit welcher Energie wir etwas starten und beginnen. Die Scheinbewegung, die Sonne, ist immer noch in Tierkreiszeichen Skorpion. Warum sage ich Scheinbewegung? Weil die Bewegung macht nicht die Sonne, sondern die Bewegung macht unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint es so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Und wir sprechen auch über Sonnenbewegung. Das war früher auch die Weltbild, die geozentrische Weltbild, hat sich aber verändert durch die kopernikanische Wende. Und wir erkennen, wir leben in einem heliozentrischen Weltbild. Aber zurück zum Sonnenbewegung, das ist in Tierkreiszeichen Skorpion und hat Einfluss immer noch von den beiden Schalen, die nördlichen Schale und die südlichen Schale. Das sind Sternbilder im Himmel. Früher gehörte noch zu Tierkreiszeichen Skorpion, aber das wurde jetzt als Tierkreiszeichen Waage zugeordnet und das haben die Römer eingeführt und die Römer haben das auch verehrt. Auf diesem Wissen, Glauben und dieser Gleichgewicht, Gerechtigkeit auch, haben sie auch Rom gegründet. Aber zurück zu unserem Astrologie. Fakt ist, Sonne bewegt sich im Skorpion und hat einen Einfluss von den beiden Schale. Es sind Waagenthemen wie Ausgeglichenheit oder Gerechtigkeit und Liebe, Partnerschaft. Das, was uns die Sonnenenergie vermittelt und auch diese Klarheit, weil die Sonne beleuchtet diese Themen. Mond bewegt sich noch im Tierkreiszeichen Stier, aber übergeht im Tierkreiszeichen Zwillinge, das habe ich schon erwähnt und hat immer noch einen Einfluss von Sternbild Andromeda und Sternbild Walfisch. Darüber habe ich erzählt gestern in meinem Vollmondhoroskop. Ich möchte das nicht nochmal wiederholen, diese mythologische Geschichte. Hier geht es darum, dass wir befreit sind von unseren Ängsten. Der Mond bewegt sich schnell und nähert sich zu Alkohol und Alkyone. Dieser Alkohol wird sehr negativ dargestellt, das haben sie aber erst im Mittelalter so vermittelt. Aber im Mittelalter gilt dieser Stern Alkohol als ein Dämon. Früher, die Ägypter haben Alkohol verehrt. Es ist ein Drei-Stern-System und ändert sich die Farben. Und das haben die Ägypter beobachtet, haben sie ihren Kalender, nicht dem alltäglichen Kalender, was für die Wirtschaft benötigt haben, Landwirtschaft, sondern zu dem Wahrsagen, die günstigen und ungünstigen Tagen zu bestimmen, das haben sie in Verbindung gesetzt mit diesem Sternsystem, dieser Dreierstern Alkohol. Und sie haben beobachtet die Farbwechsel und dadurch haben sie vorausgesagt, welche sind die günstigen und welche sind die ungünstigen Tagen. Und bei den Ägyptern war Alkohol verehrt. Dieser Alkohol ist die Kopf der Medusa, die furchterregende
so geht in die mythologische Geschichte ein und wird erzählt, weil jemand diese Medusas Kopf anschaut, bekommt Angst und von diesem Blick wird wie ein Stein. Und das ist die Furchterregende, das ist die mythologische Geschichte dazu. Und in diesem Bereich bewegt sich gerade die Mond. Hier handelt es sich auch um Ängste. Und davon hat Perseus befreit, weil Perseus hat Andromeda befreit. Aber Perseus hat auch den Kopf der Medusa abgeschnitten. Und das ist dieser Bereich, Kopfbereich von der Medusa, Algol. Mond bewegt sich ziemlich schnell und kommt nochmal eine andere Verbindung und das ist Alkyone. Und diese Alkyone ist eine von den Töchtern von Atlas. Das sind die Hyaden und die Plejaden. Und diese Hyaden und Plejaden sind Geschwister. Und sie sind alle die Töchter von Atlas. Und diese Frauen weinen. Früher hatte man bezeichnet als Regengestirnen, weil die haben die Regenzeit verkündet. Aber das hat auch mit Tränen etwas zu tun. Und die Frage ist, was für Tränen? Ist das die Tränen, die Traurigkeit oder Tränen, die Freude? Und mich erinnert diese ganze Geschichte auf Frau Holle. Sind wir im Pechmarie in unserem Leben oder sind wir die Goldmarie in unserem Leben? Welche Richtung schauen, welche Richtung bewegen wir uns? Ist das Erfolg und haben wir die Freude oder wir versagen und haben wir die Tränen? Und genau in diesem Bereich, jedes Mal, wenn Mond hier sich bewegt, haben wir so Themen, Entscheidungen zu treffen und da sollen wir auch klug sein und kluge Entscheidungen treffen. Und wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen sind unsicher in die Liebe Partnerschaft. Sie kommen emotional aus dem Gleichgewicht. Wichtiges Thema ist Liebe Partnerschaft. Und die Stiergeborenen brauchen eine Bestätigung oder Sicherheit und Stabilität. Und heute haben das Gefühl, die Bestätigung ist nicht da und fangen an die Liebe zum Zweifeln. Das kann auch die Selbstliebe sein, natürlich an sich selber zum Zweifeln. Und hier belehrt Saturn, besonders die Stiergeborenen, aber auch die Schützengeborenen, an sich selbst vertrauen, an sich selbst glauben und sich selbst auch mal lieben und auch in die Partnerschaft auch kümmern und in diesem Partnerschaft auf diesem Gefühlen, auf diesem Liebe, aber auch vertrauen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben auch Thema Liebe, Partnerschaft und da haben die Zwillingsgeborenen Glück. Es kommt auch etwas in Bewegung in die kommenden Tagen und viele Zwillingsgeborenen starten etwas Neues. Das muss nicht die Liebe betreffen, sondern berufliche Veränderung oder ein neues Projekt oder Ideen umsetzen. Das bedeutet, es bewegt sich etwas im Leben und es führt zu Erfolg, aber in die Liebe Partnerschaft, was auch wichtig ist, weil die Zwillingsgeborenen haben auch Erfolg. Die Zwillingsgeborenen sollen heute die Gespräche meiden oder ein erklärendes Gespräch oder ein Termin oder ein Vertrag, weil das ist unklar, undeutlich, führt zu Missverständnissen. Aber ab morgen ist die Energie anderes, weil Merkur übergeht in Tierkreiszeichen Schütze und dann wird es auch wichtig sein, Gespräche zu führen, Terminen ausmachen, aber auch auf anderen zugehen und zuhören, was die anderen meint. Diese Energie ändert sich ab morgen. Heute eher vermeiden die klärenden Gespräche. Die Tierkreiszeichen Krebsgeboren ist Stabilität da, trotzdem fühlen sie sich etwas kraftlos. Die Krebsgeborenen befinden sich gerade in einer Veränderungsphase und eine Wandlung. Wichtiges Thema ist Liebe, Partnerschaft und sie sollen auf ihren inneren Kraft und auf ihren Intuitionen vertrauen. Die Tierkreiszeichen
Löwen geboren haben das Gefühl momentan, es geht nichts voran, das ist wie eine Sperre da, aber das ändert sich im laufenden Tag und kommt mehr Leichtigkeit auch in die kommenden Tagen und das wird eine sehr schöne Energie sein für die Löwengeborenen, weil die haben dann Erfolg und auch in die Liebe Partnerschaft, aber auch beruflich. Eine Reise kann auch eine Vorteile sein. Die Löwengeborenen spüren dann auch die Leichtigkeit und hier gilt auch die Gespräche heute meiden, auch die Verträge, auch die Termine, weil das ist, sind gerade Hindernisse da. Sogar noch heftiger wie bei Zwillingsgeborenen. Ab morgen ändert sich die Situation, ändert sich die Energie und dann haben die Löwengeborenen Erfolg. Erfolg mit Terminen, mit Vertrag und auch mit Gesprächen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist alles stabil. In den kommenden Tagen werden die Jungfraugeborenen das Gefühl haben, die Luft geht aus, es ist etwas beengt, sie haben keinen Freiraum. Ein bisschen Geduld noch, dann wird aber dann in den Tagen das auch verbessern. Die Gespräche sind noch heute gut, also sollen heute die klärenden Gespräche suchen oder einen Termin ausmachen oder einen Vertrag unterschreiben, weil ab morgen sind da auch Einschränkungen bei die Jungfraugeborenen. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen verspüren Leichtigkeit, das wird sogar besser sein in den kommenden Tagen. Sie haben Mut, sie haben Kraft, sie haben Möglichkeiten und auch Glück in die Liebe Partnerschaft. Und das ist auch ein wichtiges Thema, nicht nur die Liebe Partnerschaft, sondern auch Freundschaften, Bekanntschaften oder ein Verein oder eine Partei mit Menschen treffen, gleichgesinnte Menschen und diese Kontakte, all diese Themen sind gerade wichtig bei den Waagengeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben nach wie vor eine ganz starke Ausstrahlung, auch wenn sie selber das nicht so fühlen. Aber andere Menschen nehmen die Skorpiongeborenen gerade so wahr und das ist ihren Vorteil, ihren Erfolg momentan. Und sie sollen auf ihren Intuition hören, auf ihren Träume, auf ihren Visionen, lassen sie sich auch inspirieren und in inneren Kraft, weil das ist auch ein Erfolg gerade. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen fühlen sie sich emotional ein bisschen unsicher, auch in die Liebe. Partnerschaft kommt ein bisschen Unsicherheit oder sie zweifeln an sich selbst. Das kann natürlich auch bedeuten, aber sie sollen bewusst sein, es sind jetzt Veränderungen, Umbrüche, es kommt etwas in Form. Damit haben sie Glück, die Schützengeborenen. Und ab morgen bewegt sich Merkur hier. Das sind die Kontakte, die Gespräche, die Termine, die Handlungen oder ein Vertrag bewegt sich einiges, verbessert sich. Lilith verlässt auch bald die Schützengeborenen, dann sind dieser Prozess auch vorbei. Und das wird leichter sein bei den Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist alles stabil. Morgen werden sie ein bisschen zweifeln an sich selber oder in den kommenden Tagen. Aber auch fühlen sie sich ein bisschen kraftlos im Augenblick. Hier haben die Steinbockgeborenen eine Lernaufgabe an ihren eigenen Kraft vertrauen, die Ruhe bewahren und diese inneren Kraft, damit können sie einiges bewegen und das, damit sie in inneren Kraft bleiben, bitte von allem verabschieden, was diese Kraft raubt. Und genau diese abnehmende Mondphase eignet sich dafür, trennen von Sachen oder überflüssigen Gegenstände oder auch von Menschen, die ihren Kraft und ihren Zeit rauben. Und dann finden sie ihren inneren Kraft wieder und damit können sie wirklich einiges bewältigen und das ist dann auch Erfolg. Venus
bremst bisschen die Steinbock-Geborenen. Ab 8. November wird besser, dann kommt alles im Fluss und in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen brauchen Sicherheit, Stabilität. Sie fühlen auch diese Leichtigkeit, vielleicht nicht Anfang des Tages, sondern wenn die Mond übergeht in Tierkreiszeichen Zwillinge und auch in die kommenden Tagen kommt diese Leichtigkeit und die Gespräche heute noch nicht führen, auch kein Termin ausmachen, auch keinen Vertrag unterschreiben, weil da haben sie die Wassermann-Geborenen wie eine Bremse, was auch zu Missverständnissen führt, kann auch bedeuten, dass die Wassermann-Geborenen warten auf ein Nachhinein, das kommt noch nicht und das hindert etwas die Wassermann-Geborenen ab morgen, wenn die Merkur übergeht in Tierkreiszeichen Schütze, haben die Wassermann-Geborenen einen Vorteil, dann kommt die Bewegung, dann kommt die Begeisterung, auch die Kontakte, die Termine, die Gespräche und auch die Nachricht. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben auf Neptun, was hier im Tierkreiszeichen Fischen gerade bewegt, ganz schöne Einflüsse von außen. Und das sind die Intuition, die Inspiration, die Kunst, Kreativität, aber auch die Visionen, die Träume. Manche sagen, oh du Träumer, ach, lass das bitte bleiben. Nein, die Fischengeborenen sollen das auch ernst nehmen, weil dieser Traum wird wahr. Es muss nur umsetzen in Realität, aber nicht diese Glaube verlieren, weil das ist gerade die Stärke, die Fischengeborenen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen kommen super Einflüsse von außen und ab morgen sogar ein guter Merkur-Einfluss, schöne Gespräche, ein guter Vertrag, wichtige Termine und das kommt etwas in Bewegung. Es sind auch Handlungen, was die Wiedergeborenen natürlich hilft und unterstützt und die Mondenergie in die kommenden Tagen schenkt noch die Leichtigkeit dazu. Diese Tagesenergie oder Tageshoroskop vermittle ich jeden Tag. Ich kann nicht jeden einzelnen Mensch ihre Situation beschreiben, das wäre unmöglich. Ich kann nur auf dem Tierkreiszeichen begrenzen. Da kommen wir zu die Sache näher. Aber es ist immer noch nicht persönlich. Aber es besteht die Möglichkeit, eine persönliche Horoskopanalyse buchen oder mal die Frage stellen, was kommt Jahr 2018, was ist die Tendenz, was ist die wichtigen Themen des Jahres und was passiert in einzelnen Monaten. Welche Tage sind vorteilhaft? Wo sind die Hindernisse? Welche Tage soll ich die Handlungen, Gespräche vielleicht meiden? All das kann ich ganz genau präzise beschreiben. Und Sie dürfen das gerne bestellen. Unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Ansonsten empfehle ich mein Hotline, da bin ich sofort telefonisch erreichbar, oder die Blitzberatungen. Wie funktioniert ein Blitzberatung? Per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Sie beschreiben Ihre Lebenssituation, stellen Ihren Fragen und ich beantworte diese E-Mails persönlich blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.